Und auf jetzt. Ja, moin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, aber wir fangen einfach Ruben. Mal an. Skeddy und Ruben. Skeddy und Ruben. Ja, wunderbar. Haben wir schon Meta Knight gegen Sheik. Also wir wissen natürlich, Sheik ist natürlich mega krank mit den F-Tills. Ja. Dass ihr Melee-Commentary seid. Nein, wir sind kein Melee-Commentary. Wir sind waschechte Smash-4-Spieler. Genau. Wir haben noch nie Melee gespielt. Was ist Melee? Oder? Ja, genau. Wir sind waschechte Smash-4-Spieler. Anfang im Game. Genau, also... Genau. Ja, also... Ja, also man sieht hier Grabs und Up-Airs. Ja, das haben wir vorhin schon gesehen, ne? Die Up-Airs. Genau, die Infinite Up-Air Chain. Guck mal, wie wenig Lag auf dem Meta Knight F-Smash ist. Das ist total wenig. Ja, also Meta Knight müssen sie schon mal nerven, der ist okay. Ja, also auf jeden Fall müssen die auf jeden Fall mehr Rollen catchen. Weißt du, die rollen viel zu viel. Das geht gar nicht. Genau. Und, ja. ja, was können wir dazu sagen? Wie sieht denn das Neutral gerade aus? So? Oh, 69? Oh. Ja, okay. Ich finde, die Sheik braucht jetzt eine saftige F-Til-Fair-Kombo. Du bist ja auch Sheik-Spieler. Was würdest du jetzt an der Stelle von der Sheik machen? Immer F-Til-Fair. F-Til-Fair, ne? Free, Setup. Das ist free, genau. Also Dash Attack fair, alles in fair. Weißt du, das killt so früh und sonst Down-Throw fair. Ne? Oder genau. Down through Check Chase oder Classic. Sowas. Also musst du einfach nur machen, das ist ja klar. ja, aber wir sind ja auch hier in der PAL-Version, ne? Also kann er da gar nicht so mit dem Down throw arbeiten. Aber man kann ihn einfach runterschmeißen und dann einen F-Tilt kriegen. Und dann ein Needle oder sowas. Ich weiß auch nicht, wie sie Meta Knight reingehackt haben. Ja, ich auch nicht, keine Ahnung. Der Spieler kommentiert Smash. Das kann ja nur gut werden. Oh, schöner Ledge Trump, das kenne ich sogar. Genau, dass er an die Ecke hängt. Genau, weißt du, er konnte die Ecke nicht greifen, genau wie. Ja. Genau wie in Smash 64 zum Beispiel. Genau. So muss sein, ne? Genau. Oh, schöner Downthrow zu Upsmash. Das ist eigentlich so eine Sheik-Kombo, ne? Der klaut hier die Kombos. Ja, weiß auch nicht, welche Charaktere die hier spielen. Ja, nee, also. Ich glaube, das ist Pummeluff, ne? Das ist ein Pummeluff-Skin, wow. Oder? FXX? Nee, auf jeden Fall. Ja. Mit UCF allem. Ja, allem. Guck dir die Dashbacks an. Wow. Ja, Dashbacks on point. Flawless. Oh. Die Infinite Upper Chain wieder. Ja, das ist. Ja. Das ist Puff, typisch Puff. Sword Puff, genau. Meta Puff. Nee, das oh, ist. Grab. Oh. Abi. Reicht nicht. Ja, aber es ist. Sheik ist halt auch ein Fast-Faller ein bisschen, ne? Ein Semi-Fast-Faller. Und da passiert sowas halt nicht so schnell, ne? Von daher ist es ein ganz guter Pick. Jetzt brauchen wir Throw Fair. Er macht doch Down Through, dann kannst du Tech chasen, ist doch klar. Ja, er macht irgendeinen abgespaceden Pivot Kram, aber. Ja, also Pivot, keine Ahnung. Der braucht doch keinen. Oh! Oh, Alter, die Eye des Todes. Ja, aber da hat er keine Chance mehr. Das war's. Deswegen muss man Ledge dashen, sag ich immer, ne? Weißt du? Ja, die Ledge Dashes, die haben wir noch nicht so viel gesehen, ne? Also ich finde, das muss auch auf dem Level irgendwo mal sitzen, weißt du? Ja, also, Finals ist doch klar. Ledge Dashes genau. Erwarten. Genau. Jan, kannst du mal gucken, wann die in die Bahn fährt, die nächste oder die übernächste? Die nächste kommt um 20 Uhr. Und dann die übernächste? 21 Uhr. Ja, gucken wir mal, welche wir dann nehmen. Alle Stunden. Weil wir müssten ja jetzt gleich los halt. So, ich würde sagen, wir nehmen dann noch eine Stunde, da haben wir ganz entspannt. Gehen wir eine halbe Stunde vorher los etwa, dann kriegen wir noch Sitzplatz, machen wir so, ne? Perfekt. Wir haben jetzt hier den Sheik-Spieler mit dem russischen Tag. Oder ist es griechisch? Ey, sorry, wenn. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. No offense. No offense. Und Ruven haben wir, ne? Oh, Character Switch. Jetzt oh, haben sie Marv genommen. Ja, Marv, genau. Wobei er irgendwie ein großes Schwert hier hat. Vielleicht ein bisschen unfair. Vielleicht ist das PN, kann das sein? Genau. Kann sein, ne? Das ist Ei, guck mal die näher an. Ja. Das funktioniert das auch so bescheuert, ne? Fair to down. Das sieht so anders aus. Muss aber aufpassen, dass er sich mit der Down B nicht in Zelda verwandelt. Ja, Character Swap funktioniert noch nicht bisher. Aber guck mal, er hat sein komischer Aufladeteil da.
Genau, und seine Smash gecharged. Ja, genau. Und die kann jetzt machen, was er will. Oh. Mal gucken, ob er sie erwischt. Guck mal, die näher, das ist Ike's näher an PM, ich schwöre. Oh. Braucht das überhaupt? Was braucht er? Sein aufgeladenes Gedöns. Ja, keine Ahnung. Naja, nee, aber das Ding ist, er braucht das halt zum Recovern irgendwann, ne? Oder zum Killen. Also wenn er recovert, dann braucht, benutzt er das ja auch, aber dann kann er von so richtig tief recovern. Hast du das Spiel schon überhaupt schon mal angeschaut? Klar. Klar, na klar. Jedes Mal. Boah, schlecht. Verschwendet er sein Limit einfach. Ja, komm hier, der steckt durch. Boah, schick. Oh. Boah. Fast auf den Top. Also können wir mal darüber reden, wie OP der Charakter ist? Der hat schon ein ganz schön langes Schwert, ne? Ja, also wenn nicht sogar das längste von allen. Genau, und sie hat halt gar keine Waffe irgendwie. Aber ich meine, es geht ja auch nicht immer um die Länge, es geht ja auch um die Technik. Das ist ja auch immer so eine Sache, weißt du? Oder um die Größe oder so, weißt du, das ist ja... Oh! Oh, shit! Das war der Dropkick, ne? Mit ja, dem genau. Rückwärtssalto. Ja, das ist ziemlich sick. Ja. Ganz schön elegant, der Kill. Ja, ganz schön elegant. Ja, Sheik ist akrobatisch. Aber Dreamland, ne? Die kennen wir auch, die Map. Ja, natürlich. Klassiker. Hat Klassiker. Irgendwie eine andere Musik, aber... genau. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, kriegt er sie jetzt? Ja, auf jeden Fall der Cloud-Spieler jetzt. Oh. Edgeguard. Edgeguard. Ja, die Edgeguards sitzen nicht, ne? Also keine Eckenhänger. Genau, keine Eckenhänger. Und so richtig viele Power. Die Power schieben ja alles. Sick. Oh, da kam der Dropkick. Kommt der Edgeguard? Nein. Oh, hat sein Gedöns aufgeladen. Aber weißt du, die Sheik müsste jetzt noch eine schöne F-Tilt fair kriegen. Und dann wär's das auch, weißt du? Ja, die Dash-Attacks, die müssen sitzen. Ja, genau, Dash-Attack, F-Tilt fair oder so ein Scheiß, weißt du? Das läuft, dann läuft der Hase. Oh, der Reed. Oh. Und der Miss. Oh. Oh, die Chokes. Er ist für Choki. Das ist jetzt fast even. Also der hat das fast zurückgeholt. Der Cloud kriegt den Kill nicht. Er hat auch kein Limit gerade. Das heißt, der kann jetzt gegimpt werden. Oh. Oh. Ja, macht eine greedy down air. Kriegt er natürlich nicht, ne? Ist ja klar. Oh, sick! Und sick! Die Single fair Hit. To down B. War das nicht Single Hit Nair oder war das fair? Ich glaube, das war fair. Single Hit Nair? Was? Das ist ja kein Multi Hit Move. Die Lappen. Was laberst du? So, damit steht's. Ja, back to Midnight, ey. Was ist los? Ist es jetzt 2-0? 1-1, ja. Klar, wussten wir. Fangfrage, genau. Wir wollten nur gucken, ob ihr aufpasst. Kurz checken, ob alle ready sind. Oh, der Salty Runback. Aber hä? Warte mal, hat Cloud gewonnen? Ach nee, Sheik hat gewonnen, ne? Genau. Jetzt kommt nochmal der Meta Knight. Ach so, genau. Sheik hatte gegen den Meta Knight verloren. Und warum hat er dann zu Cloud gewechselt überhaupt? Das ist doch voll dumm. Na, vielleicht haben die Mind mal Games. Schon mal vorher gespielt, ja. Alles Mindgames. Genau, ich meine, das ist ja auch ein Profi, weißt du, der weiß ja, was er macht. Einfach ne? Disrespect. Es geht ja auch hier um irgendwie. Wie viel Euro? Ja, mindestens 50. Ja, irgendwie sowas. Ich weiß, wie hat Michelle gerade. Auch 65 sogar. Michelle hat gerade 25 bekommen. Es geht krass. 65 hier, ne? Also. Oh, 100 Euro sind. 100% sind 65. Also musst du auch mal 30% abziehen. Okay, der erste aber trotzdem so 40 Euro, ne? Das ist halt schon ein bisschen was. Strengt euch mal an, Leute. Oh. Vielleicht sollten wir nicht über Geld reden und ein Commentary, ne? Also eigentlich gibt's hier gar kein Geld, das ist hier ein... Das ist halt ein riesen Major, ne? Ja. Größtes Lübecker Monthly Major des Jahres. Oh, der Reed. Reicht leider nicht. Naja. Ja. Aber guck mal, Ledge-Trumped, aber er hat sich selber geledge-trumped. Das ist immer ziemlich bescheuert, ne? Die Eckenhänger. Oh, Shield Pressure. Oh, jetzt mal der F-Throw. Jetzt will er einen Ashcut kriegen, macht er einen Backer oder was? Ah, nee, oh, sick! Das war ein Ledge-Jump. Oh, hat er einen Eckenhänger. Da hat er ihm einfach die Ecke geklaut. Was? Voll sick war das, ja. Ja. Boah, Multi-Jab. Ich sagte euch, das ist eine Infinite in dem Game. Das ist einfach eine Infinite, oder? Guck mal, da kommen wir auch gar nicht raus. Ach, schon wieder, ne? Hatten schon die anderen einfach nicht. Schon wieder selber geledge-trumped. Da muss man aufpassen. Oh, und auf jeden Fall ein Haufen Prozente und hat immer noch zwei Stocks.
Ja, das hat zu viel Lag, das kannst du nicht Shortcut auto-canceln. Oder er hat es zumindest verkackt. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Sheik. Oh, da, schade. Das wäre so ein schön, das wäre so ein mini richtig geiler Moment gewesen. Da, ne? Ist der Two-Stock. Ja, da ist er. Der Meta Knight, der ist ein bisschen besser als der Cloud, ne? Haben wir das Gefühl? Der Meta, der knippelt, ne? Ja, auf jeden Fall. Wollen wir mal kurz testen, reicht der Cloud? Hat aber nicht ganz gereicht. Aber das ist hier nicht Brawl, oder? Nee, oder? Genau, das ist Smash. Das ist Smash. Ich frage mich, was für das Sheik-Tag steht. Wir wollten jetzt wahrscheinlich den um 9 nehmen. Um 9 gefahren? Ja. Ja, aber wenn wir jetzt die nächsten nehmen müssen, müssen wir jetzt los. Naja, wir brauchen 10 Minuten. Naja, 15 schon, würde ich sagen. Ich würde 15 rechnen und ich würde gerne früher los, damit wir noch einen Sitzplatz kriegen. Oh. Egal. Guck mal, jetzt kommt. Ah, nee, doch nicht. Hey, von dir, was soll die um 8 danach nehmen? Ja, wenn wir die kriegen, meinst du, die kriegen wir? Hey, die kommt mit 48 Minuten leer. Ja, okay, wollen wir die nehmen? Ja, wir können mal gucken, ne? Ja, wir können ja mal gucken. Also, auf jeden Fall hier Commentary machen, Junge. Wir können keine Doubles mehr spielen. Das ist hier ernstes, ja, okay, gut. Ernstes Commentary. Das ist die Abwehr-Chain wieder. Ja, echt mal, Tobi. Wir machen hier ernstes Commentary. Ja. Denk uns nicht ab. Paparazzi wieder versucht, ne? Ja, weit, genau. Weit in die VIP-Area zu kommen, auf dem riesen Major hier. Ja, also da hat die Security auch ganz schnell durchgegriffen. Ja, gleich weggezogen, ne? Und ja, das sind diese komischen Mini-Spieler, die müssen hier eigentlich, also genau. Eigentlich haben die ja nichts mehr zu suchen. Also Mini ist vorbei, das Turnier, so. Die wollen einfach nicht gehen, ne? Das ist total anstrengend. Hast du gehört, dieser Nudelsuppe ist Zweiter geworden? Ja, der soll ziemlich gut sein, habe ich gehört. Ja, weiß man immer nicht, ne? Naja. Ich komme mit dem Movement in dem Game überhaupt nicht klar. So. Guck mal, das ist sieht ja sieht wieder gut aus für Meta Knight, ne? Ja, aber wissen wir, also es kommt vielleicht noch, ne? Das Meta Knight Ding. Wie hat das nicht funktioniert? Oh, das wär's. Das war fast ein Jetlock. Das sollte der Stock noch nicht sein. Ja, das ist das Problem mit Sheik, ne? Sheik kann er einfach nicht killen im Melee. Ja, der benutzt halt einfach seine schöne F-Tilt-Fair nicht. Das ist halt einfach das Problem. Genau. Das ist halt. Ach komm. Oh, schön, Daniel. Ja, der hätte ja sofort eine Down-B noch herpacken sollen. In Zelda verwandeln, weißt du? Und dann. Genau, wir sehen gar keine Verwandlung hier soweit. Ja, genau. Und scheint wieder ein Two-Stock werden zu können. Ja, der Meta Knight spielt echt die hohen Prozente sehr gut aus. Sehr safe, sehr. Boah, ein Single-Hit. Catcht ihn. Single-Hit, das war's, oder? Oder was ist das? Reset? Das ist Reset? Okay. Der Reset, Diggi! Huven mit dem Reset. Krass. Ja, dann sehen wir.